Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 2.0 ohne Gräben. Ihr seht's, oder ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ich muss hier erstmal die Cosplay-Kurse wieder in Gang setzen. Das heißt, wir starten eine neue Aufnahmesession. Und ja, sind also immer noch dabei, auf Feld 11 und Feld 16 Ballen zu pressen. Also ich steppe mich hier einfach mal durch. Kartons, wo wollte ich die denn noch hinbringen? Irgendwo mussten Kartons hin. Muss ich nachher mal eben gucken. Den haben wir auch wieder dahinter gesetzt. Hier können wir wieder einen Abfahrer einstellen. Hier. Wollen die auch bald mal wegbringen. Und hier können wir jetzt erstmal Ballen sammeln. Alles Wichtige läuft jetzt erstmal. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann gleich mal ein paar Pellets zum Strohkraftwerk bringen. Und die da verkaufen. Um noch wieder ein bisschen Geld zu generieren, dass wir uns Felder kaufen können. Wir könnten gleich eigentlich auch noch mal ein bisschen düngen, ein paar Grasfelder, weil ich möchte ja gerne noch Grasballen machen. Und ja, mit gedüngten Grasfeldern habe ich ja ein bisschen mehr Ertrag. Schön, dass das hier so flüssig läuft. Stück noch und dann ist der hier auch voll. So. Dann kann der abfahren. Ja, und ich steppe mich mal hier weiter durch und guck mal, wo wir so sind, okay? Ah, ich wollte ja gucken, wo wir denn... Nee, da brauchen wir... Karton. Ach, bei der Kartoffelproduktion brauchen wir, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, kaum noch Kartons. Ja. Kaum noch Kartons. Okay. Können wir auch gleich noch Speiseöl abholen? Das brauchen wir hier ja auch. So.
Also, auf geht's zur Dieselproduktion. Beziehungsweise... So. Einmal nach hinten umgeladen. Der TGS ist angekommen beim Ballenlager, das ist gut. Können wir den dann gleich entladen. Hier wollte ich ja noch gar nicht rein. Kommen wir hier inzwischen übrigens mehr wie so ein... wie bei ETS vor, dass hier ständig Frachten von A nach B fahren muss und viel weniger Landwirtschaft macht als sonst eigentlich. Aber das macht nichts. Also hier erstmal hier alles nach vorne fahren. Den Rest schiebe ich da eben hin. Ach, den Rest kriege ich gar nicht alles mit. Fährt nicht mehr. Boah, jetzt ist wieder dieser Quatsch hier. Oh, was soll das denn? Immer mit diesem Scheiß mal von Hand was tragen. Das macht doch echt keine Laune. Was auch immer das ist, irgendwas ganz komisch mit rechter Maustaste und überhaupt. Ja, tut mir leid. Muss ich nochmal einen Workaround finden. Stumpf vorbeigefahren. Stumpf.
stumpf vorbeigefahren. Jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Kartons. Und Speiseöl. Speiseöl. So, aber wir haben keine Kartoffeln mehr hier. Kann ich mich auch nochmal drum kümmern? Was? Käse und Frischkäse? Habe ich den jetzt erst abgeholt? Oder habe ich den noch nicht abgeholt? Ne, habe ich noch nicht abgeholt. Saatgut muss unbedingt zur Tomatenproduktion. Und Kartoffeln müssen hier hin. Da seht ihr, der Verkauf bei der BGA läuft. Der Cosplay-Kurs ist gut und das mit der Silagegabel war genau das Richtige. Hatte recht. War noch nicht abgeholt. Doch egal, kann auch wild durcheinander sein. Nichts, was ich jetzt hierbei hätte, was wirklich 100% bringt. Ketchup bei Aldi haben wir schon verkauft. Sahne bei McDonald's, Sahne haben wir nicht mehr. Also fahren wir zum Zentrallager, ins Kühlhaus und bringen da hier die Sachen von der Käserei hin. Achso, halt, erst warten wir hier. Erst kümmere ich mich hier eben um den EGS. Der entladen wird. Mal gucken, wie viel da noch reinpasst. Ja, passt hier noch alles rein. Aber hinten vom Anhänger wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Dann passte noch genau die eine Ladung rein. Also ab in den nächsten. Oh. Man sollte dann natürlich auch, wenn man so einfach stumpf rückwärts fährt, auf Trailer ist es schon anmachen. Natürlich auch klar. So, dann fangen wir damit jetzt an. Ballen, stapeln, zu sammeln. Da nicht auch was angesehen? Ja, ich glaube schon. Ja, die nächste Erntesession, die wird sowieso Hammer. Wenn wir uns jetzt noch neue Felder kaufen können, dann wird das der Kracher. Was kostet eigentlich Feld 45? Das möchte ich ja eigentlich noch haben. 15,6 Millionen. Yes, 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 yes.
Da sind wir noch weit von entfernt. So, aber meine lieben Freunde, ihr hört es, die Zeit ist rum. Für Dienstag. Jeder Kommentar, jeder Like, jedes Abo freut mich und hilft mir. Das ist sowieso Hammer, was jetzt so in der letzten Zeit, in der letzten Woche passiert ist. Danke auch an den Werner von Burning Gamers. Er hatte mich mal bei Facebook verlinkt. Und daraufhin schossen die Zuschauerzahlen und die Abonnentenzahlen dann doch nochmal für meine Verhältnisse gewaltig in die Höhe. Vielen, vielen Dank dafür, sowohl an Werner als auch natürlich an euch alle, die mir hier immer regelmäßig zuschaut und die hier kommentiert, abonniert, liked, was auch immer. Ja, heute um 12, nächste Ausgabe Let's Fly Explain 11. Würde mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut, wenn ihr Bock auf Flugsimulatoren habt. Das ist noch nicht die große Flugkunst, die ich euch da zeige, sondern ich trainiere, ich lerne, ja? Ich lerne zu fliegen. Und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und dabei zuguckt. Und in diesem Sinn sage ich erstmal ciao, entweder bis nachher und sonst bis morgen.